Hallo und willkommen zurück bei Survival Fountain of Youth. Ja, ich bin ehrlich gespannt, was uns noch in diesem Spiel erwartet. Wir haben jetzt bald, ich finde, unseren persönlichen ersten Meilenstein geschafft, nämlich wir haben ein neues Floß gebaut. Und die große Frage, die ich mir stelle, ist, werden wir umziehen? Weil das ist von einem Faktor nämlich abhängig. Ich habe ja schon eine Menge gebaut hier in der Höhle. Und wenn jetzt ich diese Sachen nicht mitnehmen kann, man kann sie ja abbauen. So, bei manchen Spielen, habe ich ja schon erlebt, dann werden die Sachen ganz normal im Inventar verstaut. Und du kannst sie wirklich überall mitnehmen. Jetzt ist die Frage, ist das hier auch so? Wenn ich das nicht kann, werde ich nicht umziehen, weil dann macht es keinen Sinn. Da. So, eine neue Axt. Super. Und meine Rüstung ist kaputt. Warum auch immer. Naja. Trinken wir einen Schluck. Da ist nichts mehr drin. Nichts mehr drin. Lux. Nüs. Ja, das war die. Da habe ich nämlich eine Kokosnuss drin, wenn ich das richtig habe. Also wieder Feuer machen. Halt, Feuer machen können wir nicht, weil uns fehlt Holz. Ja, kann ja auch. Okay, ich dachte, da kommen Stickies raus. Okay, anscheinend nicht. Ja, ich habe eigentlich keine Energie mehr, um zurückzulaufen. Ich werde jetzt das Feuer mit dem, was ich noch habe, anmachen. Oh, also warm ausnahmsweise funktioniert. Okay, jetzt fehlt schon wieder das grüne Zeug. Darkespawn, nein. Darkespawn, nein. Nö, nö. Nö. Nö.
Nö. Ach, na guck, ist es dafür aber. Dafür brauche ich noch zwei. Okay. Okay, super, jetzt kann ich nicht mehr laufen, weil ich zu müde bin. Ach so. Es ging mir auch noch Schaden, weil ich müde bin. Und wie ich diesen roten Bereich wieder kriege, das weiß ich immer noch nicht. Der Verband habe ich ja versucht. Das hat ja nichts gebracht. Was ich hier gut an den Positionen finde, ist, dass ich halt... Wieso habe ich den Rotkopfrot? Weil ich keine Energie mehr habe, wahrscheinlich. Dass ich tatsächlich... hier viele Ressourcen in der Nähe habe und keine Feinde. Deswegen finde ich die Position eigentlich auch ganz gut. Oh, der Behälter ist voll. So, dann pennen wir mal eine Runde. Jetzt ist die Hose kaputt.
Ein neuer Bauplan wurde freigestellt. Okay. Okay, jetzt kann ich ein stabiles Floß bauen. Aha, 100 Kilo kann ich damit transportieren. Okay. Das ist, und ein Angelstand ist auch dran. Kann ich das upgraden? Auseinandernehmen, bewegen, abbrechen. Okay. Ja, jetzt kommt die Frage aller Fragen. Also, ändern. Ich kann es auseinandernehmen und ich kann es bewegen. Okay. Versuchen wir mal bewegen. Das ist da wirklich bewegen. Okay. Ändern, auseinandernehmen. 2, 2, 4. Okay, was kostet denn die Werkbank, wenn ich sie baue? Werkbank 2, 2, 4. Okay, das heißt, ich kriege 1 zu 1 die Ressourcen wieder, wenn ich hier abbaue. Das wäre tatsächlich eine Überlegung. Aber wohin? Ich meine, ich habe hier im Endeffekt alles, ne? Im Endeffekt habe ich hier alles. Und ich habe hier natürlich jede Menge Kokospalmen, offensichtlich. Aber hier habe ich natürlich Kamille. Ich habe breite Blätter. Ich habe Steine. Ich habe Hibiskus. Ich habe Tabak. Ne? Also, wenn ich hier hinten gucke. Tabak, Hibiskus, Salbei. Gibt es hier noch? Hinten auch Kamille gibt es auch, ja. Aber hier hast du natürlich die Harpien und hier hast du Schakale. Die habe ich auf meiner Seite nicht. Oder ich müsste es halt wirklich mehr hier so in der Bucht bauen, ne? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Naja, ich muss auf jeden Fall ja noch die Axt bauen. Bevor ich umziehen würde, also wäre das jetzt eigentlich so mein nächstes Ziel. Wäre, Ressourcenkarte, das Obsidian. Wie geht das eigentlich mit den Filtern? Verbringe 10 Stunden im Spiel, okay. Essen, Wasser, Herstellungsressource.
Unterwasserressource. Infos, Tiere, medizinische Ressource, Ablagerung. Ah, okay, das ist eine Ablagerung für ihn. Und dann müssen wir uns auch fragen, wie viele medizinische Ressourcen ich noch habe. Um auch den den Tipp mal zu folgen und wirklich auch medizinische Sachen einfach vornherein mitzunehmen. Also besitze tue ich genug. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe noch keine Äste. Gut. Also das nächste, was wir also machen, ist Äste besorgen. Ah ja, wir brauchen noch Wasser. Also wir gehen mal an der Küste entlang. Dann können wir auch gleichzeitig nach der Kokosnuss gucken. Den Baum hatten wir ja. Müssen wir erstmal weiter durchlaufen. Ich frage mich auch, was es noch auf diese Inseln zu entdecken gibt, die hier so direkt in der Nachbarschaft noch sind. Das, da bin ich auch noch gespannt drüber. Oh, der Speer ist fast kaputt. Das heißt, ich brauche einen langen Ast. Das ist shitty. Also ich finde es blöd, dass sie diese roten Symbole auf der rechten Seite gemacht haben. Das hätten sie ja auch mit auf der linken Seite bringen können. Da schaut man dann schon mal eher hin. Ich persönlich jetzt. Aha, da. Ich kann eigentlich beides sehen, weil Hunger habe ich ja bestimmt auch gleich wieder. Nein, soll sich fallen lassen. Würde ich sagen, nehmen wir uns noch was für unterwegs mit. So. Und jetzt sollten wir uns einen neuen langen Ast suchen. Und kleine Äste brauchen wir fürs Feuer, für die medizinische Versorgung. Wo bist du? Boah. Zack! Was war das? Ah, das ist wieder neue. Nur eine? Okay. Das war bemerkenswert ineffektiv. Ja.
Ich fange an zu schwer zu werden wieder mal. Und blöderweise sehr schnell hier im Spiel. Eukalyptus ist das. Nee. Ich kann jetzt nicht noch mehr sammeln. Ich brauche definitiv jetzt erstmal einen langen Stock. Stockpflanzen. Ich glaube ja. Nee, auch nicht. Okay, da gibt es lange Stücke. Okay, das kann ich nur an der Werkbank. Macht es aber Sinn, wenn ich noch einen schwer mache, ne? Bin ich zu schwer, dachte ich mir. So. Ach ja, ich fühle mich wohl auf meiner Insel. Was soll ich sagen? So, das wird der Fackel. Muss ich mal checken, wie geht. Ob es eine Standfackel gibt. Hier ist auf jeden Fall die Werkbank. Interaktion. Davon machen wir zwei. Okay, geht nicht. Interaktion. Oh, da fehlt mir eine Messerklinge für. Okay. Oh, dann brauche ich neue Steine. Herstellung. Messerklinge 2. Okay, und dann Speer. So. Naja, ich meine, ich habe 10 Äste. Das reicht ja erstmal. Nicht löschen. Hä? Scheiße!
2,4. So, herstellen. Antigift machen wir mal 3. Antigrippe machen wir mal 2. Tabakopresse machen wir 2. Mundverdauungsstörungen machen wir 4. So. Schön. So, jetzt habe ich auf jeden Fall reichlich Möglichkeiten. Brauche ich nochmal neue Steine. Seile muss ich noch machen, genau. Baupläne. Nur eins, aber immerhin. Das muss ich noch so ein Ding muss ich auch rüsten. Und dann kann ich pennen. Ich muss eine Gesundheitsesse generieren. Hä? Achso, Wasser ist unter 60. Jetzt habe ich es verstanden. Ist doof. So, Fläche in den Garten. Trinken wir vorne was. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, wofür ist denn diese getrocknete Schlangenpflanze gut. Baupläne. Heilung. Pulver von Schlangen und Spinnen. Okay. Okay, klar. Kann ich jetzt von Eukalyptus? Da steht immer komplexere Herstellung. Kann ich denn noch was bauen, um bessere Heilmittel zu bauen?
eigentlich nicht, ne? Also ich sehe zumindest 6. Lehm. Eisalbe. Pulver vom Schlangenschwimm. Rindengebräu. Wandelte Ameisensäure. Korallenpulver. Ah, ich brauche da einen Mörser für. Das heißt, es wäre mal sinnig, einen Mörser zu machen. Und dafür brauche ich einen kurzen Griff. Okay, den kann ich bauen. Kurzer Griff. Jetzt kann ich einen Mörser bauen. Okay. So, kann ich jetzt die ganzen Heildinger bauen? Lebensalbei, da fehlt mir noch Lebensstreifen. Okay. Das ist auch klar. Ah, Chemiewerkbank. Es gibt also doch was. Dafür brauche ich einen geteilten Baumstand. Alles klar, ja, dann werden wir mal die Chemiewerkbank bauen. Bei der nächsten Folge. Tschüss.